Wow. Okay, ich bin oben. Einmal aus. Nein. Was ist hier alles für ein Tempel? Oh, wie majestätisch. Willkommen bei Kokosnuss. Aber mir fällt gerade auf, den Schrein, den wir markiert haben, ist genau unter uns. Ah, wie passend. Der ist direkt hier. Lol. Da ist irgendwie ein Untergrund. Okay, was ist da? Da ist auch was. Aber ich möchte erstmal den Schrein aktivieren. Oder? Ah, ich weiß nicht. Kommen wir von da unten hier hoch? Ja, erstmal den Schrein aktivieren. Dann haben wir immer wieder hier einen Teleportpunkt. Das ist auch ein Elektropyromagus. Aber wir sind beim Ryogok-Schrein. Okay, was muss ich hier tun? Kraftübertragung. Okay. Okay, ich habe jetzt hier dieses Holzstück, was hier lag, da dran geklebt. Und hier ist so eine Säule. Ah, so funktioniert das? Okay. Ja, und was ist hier? Keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Truhe. Hm, ich probiere mal hier diesen, dieses Holzstück hoch. Wie hoch denn noch? Hoch. Geht nicht höher. Und dann wieder runter. Und dann darauf Zeitumkehr. Und dann schnell drauf. Ja! Ah! Als ob das so funktioniert. Einfach auf dem Holzstück stehen. Mächtiger Konstruktbogen. Boah, wie stark. Aber das ist längst nicht so stark wie unser Ritterbogen. Okay. Aber was jetzt? So? Und dann das rumbewegen? Ja. Okay. Dann brauchen wir wohl noch einen Stock. Den kann ich ja offensichtlich abnehmen, weil da nichts mehr ist. Aber was jetzt? Ich kann doch hier einfach Deckensprung machen, oder nicht? Was ist da? Das kann mich irgendwo hochbringen. Das hier. Aber wo denn? Hä? Hier ist doch nichts. Hm. Aber wofür brauche ich hier diese Holzstäbe? Hm. Kann ich nicht einfach hier einen Holzstab nehmen? Und noch einen Holzstab nehmen? Die beiden zusammen fusionieren? Hoffentlich hat es geklappt. Ja, und dann Deckensprung hier drauf machen. Dann diese Holzstäbe. Mit nach oben tun. Genau hier hin. Dann hier auch Deckensprung drauf machen. Und dann einfach, wie wir das auch bei der Truhe gemacht haben, den Holzstab von hier nach oben. Und dann wieder zurück. Und dann da drauf Zeitumkehr. Ja. Ja, easy. Geschafft. Okay, unser drittes Segenslicht, dann brauchen wir nur noch eins. Was dann? Ich glaube wieder Ausdauer, weil das braucht man echt viel. Ja, von hier aus, vor dem Schrein, würde ich sagen, dass wir hier in diese Richtung klettern, weil... Oh, was ist das da? Das ist irgendwie so ein leuchtender Gegner, aber da hinten ist irgendwo noch so ein Abgrund, deswegen wollte ich jetzt in diese Richtung. So. Alle nicht elektrizitierten Waffen sind jetzt weg, aber wie komme ich da hoch? Ah, ich habe hier eine Rakete. Die kann ich ja einfach droppen und dann an ein Schild machen. Muss ich schnell machen, weil sonst werde ich vom Blitz getroffen. Aber los! Oh, ja, perfekt! Nein, nicht rutschen! Oh nein, 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 nein! So ein bisschen noch. Nein! Oh nein, ich muss was mit Ausdauer essen. Hier, Ausdauermedizin und das hier noch extra. Das gibt's doch nicht. Warum rutsche ich so weit nach unten? Jetzt einmal und... Wie? Was kann ich sonst tun? Hm. Ich habe eine Idee. Ich lasse mich fallen. Und gehe... Oh nein, nervt nicht. Oh. Boblin-Knochen, okay. Nerv.
Nicht so. Ich wollte nämlich erstmal die ganzen Sachen einsammeln und dann hier zu diesem Monster gehen. Deckensprung darauf machen. Ah, was machst du? Das ist ein Elektrogegner. Ein Elektro-Reibschlaum. Raubschleim. So. Ha. Aber jetzt muss ich mein Schild wechseln. So. Und diesem Elektro-Raubschleim gehe ich erstmal aus dem Weg. Ich weiß nicht, warum ich den besiegen soll, weil so gute Sachen kriege ich ja eigentlich nicht. Oder? Wasserfrucht? Diese Frucht enthält unter hohem Druck stehendes Wasser. Als Kochzutat erhöht sie dank ihrer natürlichen Schmiermittel deine Schwimmgeschwindigkeit. Cool. Okay, dort hinten ist ein Turm. Das müsste eins dieser Gebiete sein. Aber, ich gehe in diese Richtung. Boah, wie es hier stimmt. Okay. Müsste hier nicht irgendwo dieser Graben sein? Hier irgendwo? Was ist da? Hä, was ist das? Hallo? Hier steht jemand. Aber was machst du hier? Und wer bist du? Möchtest du vielleicht der Jägerbande beitreten? Der Jägerbande? Warum ist das zusammengeschrieben? Aber nee, möchte ich nicht. Okay. Warum sind hier beim großen Plateau und im Untergrund so viele Jäger? Aber dich besiege ich ganz easy. Ups. Oh, du hast mehr Leben? Okay. Aber kein Problem für mich. Ah. Aber ich brauche dringend mal wieder Pfeile. Tschüss. Ja, gut. Erfolgreich besiegt, würde ich sagen. Okay. Wo war dieser Abgrund? Ich weiß es nicht. Der müsste doch hier irgendwo gewesen sein, oder? Aber es stimmt so, ich sehe so gut wie nichts. Hm. Ich gehe mal da zu dem Schneegebiet des großen Plateaus. Hier ist ja auch eine Brücke. Aber ist hier irgendetwas unter der Säule? Nein. Könnte ja sein, dass hier irgendwo ein Krog wäre. Aber die Brücke musste ich gar nicht benutzen. Okay, hier komme ich hoch. Hm, was sich hier noch so verbirgt. Oh. Eisschleim. Ach. Eingefroren. Aber hier. Weißes Schleimgelee. Schön. Da können wir das synthetisieren und haben dann Eispfeile und so. Aber ja, es regnet nicht mehr. Und dann... Oh, ein Stein fällt runter. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier hochklettern, aber... Da ist ein Stein. Wie weit ist der? Wenn der sehr weit weg ist, wäre es nicht so gut. Mal sehen. Doch. Er ist weit weg. Dann geht's hier hoch. Aber meine Ausdauer reicht niemals dafür. Da muss ich hier hochgehen. Die Aussicht hier. Hier in diese Richtung ist die Gerudo-Wüste. Da ist auch der Turm. Und da hinten ist ein Schrein. Aber das ist etwas zu weit weg. Ich bleibe erstmal hier und guck, was es hier noch so gibt. Nein, 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 nein. Meine Ausdauer. Komm schon. Ah, so knapp. Ist hier etwas? Nein. Warum ist hier nichts? Aber jetzt komme ich hoch. Ja. Was ist hier? Hier müsste doch dieser Kryomodul-Schrein sein. Oh. Hier ist der Abgrund. Der Westabgrund am vergessenen Plateau. Okay, dann würde ich sagen, springen wir runter. In 3, 2, 1, go. Oh. Boah. Erneut. In den Abgrund stürzen. Okay, da unten sehe ich schon etwas. Was ist das hier? Hier sieht es auf jeden Fall anders aus. Aber so viel erkenne ich noch nicht. Aber auf jeden Fall ist da ein großer Baum. Boah, einige Ruinen. Hier sind Irrlichter. Oh. Gib mir alle Irrlichter. Ja. Okay, hier komme ich hoch. Oh, ich sehe nichts. Ich kann ja mal den Riesenleuchtsam werfen. Habe ich noch nie. Okay, ich einfach ins Nichts. Ah. Oh, okay. Die sind von Miasma befallen. Okay, hab sie. Okay, krieg ich was Besonderes? Ja, Sonanium. Okay. Den Riesenleuchtsam kann ich anscheinend nicht so weit werfen, aber es leuchtet mehr aus. Was ist das hier? Geh mal dank Deckensprung da hoch. Hallo?
Möchte hoch. Das ist zu hoch? Oh nee. Was bringt denn dann Deckensprung? Meine Ausdauer reicht doch nicht da hoch. Nö. Hm. Wie geht es dann für mich weiter? Hier ist überall Miasma. Okay. Ich bin höher. Was ist hier? Irgendwelche Ruinen. Aber welche das hier sind? Keine Ahnung. Okay. Ich bin hier. Hier sind wieder Sonau-Bauteile. Link. So. Okay. Irgendwelche Loren. Und was ist das hier? Eine Statue. Schön. Ja, ich fotografiere die nicht mehr, weil es gibt zu viele von ihnen. Oh, zwei Wege. Ein Weg. Aber die Schienen sehen irgendwie komisch aus. Und diesen anderen Weg. Der sieht schon viel besser aus. Und hier ist sogar eine Lore für uns fertig gemacht. Sogar mit Licht vorne. Cool. Muss ich das anmachen? Ja. Okay, los geht's. Achterbahn. Oh. Wohin fahren wir? Boah, auf der Karte unten rechts. Da sehe ich schon diese Ruinen. Mine im Hyliatal. Muss ich abspringen, oder? Nein? Okay. Was ist hier alles? Boah, wie viele Statuen hier sind. Okay, hier ist das Ende. Ja. Ach, ich bin wieder hier. Die Wurzeln habe ich ja schon aufgedeckt. Weil ich hier lang gegangen bin. Okay. Also ich war hier schon. Ah, und dieses X, das wir gefunden haben bei dieser Schatzkarte, das konnten wir nirgendwo sehen, weil das im Untergrund ist. Im Untergrund ist der Schatz. Ah. Okay, aber was ist das hier für ein Ort? War ich hier schon? Aber ich bin jetzt höher? Ja, ich glaube schon. Anhalten. Warum kann das End losfahren? Ergibt doch gar keinen Sinn. Aber hier sind weitere Irrlichter. Irrlichter. Was die wohl zu bedeuten haben. Okay, es geht viel weiter. Ja, weiter geht's. Ist das schon fertig? Nein, ich muss selber machen. Oh, Raketen. Erstmal mache ich hier so einen Scheinwerfer dran. So. Einmal dran. Und zwei von den Raketen. Boah, wie schnell wir dann fahren müssen. Einmal. Und hier ein zweites Mal. Ich gehe drauf und aktiviere. Wow. Nein. Alarm. Ja gut. Ein kleiner Unfall. Oh je. Ist der Weg weit? Kann ich einfach zu Fuß laufen? Ja, ich gehe zu Fuß. Es geht ja nicht tief runter. Doch, es geht tief runter. Ich brauche eine Lore. Gibt es da noch eine? Oder war das die einzige? Es muss doch noch eine geben. Das ist doch wohl unfair. Link, kommst du hier wirklich nicht durch? Och, nee. Ah, ich kann ja die Lore von eben mitnehmen. Die ist ja eigentlich schon so fertig gebaut. Da kann ich die einmal hier mitnehmen. Drehen. Auf den Schienen platzieren. Perfekt. Und einmal... Nein. Einmal anmachen. Ach, hier ist irgendwie so eine Batterie auf dem Ventilator. Dass es anscheinend länger hält. Ja. Aber jetzt ist die Batterie alle. Und dann wird meine Energie verbraucht. Ach so. Ja, cool. Hoffentlich reicht meine Energie. Boah, was ist hier alles? Okay, wir fahren jetzt hier unten lang. Wohin? Keine Ahnung. Verlassene Zentralmine. Waren wir hier schon? Nein. Ach, hier waren wir, weil wir es schon aufgedeckt haben. Aber hier in diesem Ort noch nicht. Okay, wieder einige Irrlichter. Da hinten auch, aber... Was gibt's hier noch? Oh, eine Hand?
Hier ist irgendeine riesige Statue. Aber von wem ist das? Ist das irgendeine Sona-Statue? Hm, keine Ahnung. Und was hier ist? Ein Aufzug? Ja. Ja, ein Aufzug. Aber erstmal nehme ich hier diese... Boah, so viele Irrlichter. Okay, und dann gehe ich hier lang, weil ich habe da hinten eine Kiste gesehen. Was ist das? Ein riesiges Tor, aber irgendwie auch kein Tor. Oh, was ist hier drin? Großes Sonanium. Okay, unser erstes großes Sonanium. Hier ist noch ein verirrtes einzelnes Irrlicht. Und dann gibt es dort einen Aufzug. Und hier einen Aufzug. Hm, aber bei diesem Aufzug ist oben noch eine Brücke. Deswegen gehe ich hier drauf. Sogar zwei Stück. Ich muss einfach nur anmachen, oder? Ja, cool. Boah, Aufzüge in TOTK. Tschüss. Oh, ehrlich da. Okay, ich bin oben. Einmal aus. Nein! Oh nein, ich durfte den nicht ausmachen. Okay, Batterie ist wieder aufgefüllt. Weiter geht es nach oben. Erneut. Hallo. Ist da etwas außer den Irrlichtern? Nee, ich glaub nicht. Aber jetzt sind wir wieder oben. Was ist hier alles? Für ein Tempel. Oh, was ist das für eine Statue? Das ist doch die, die auch beim Sperrposten war. Hallo? Beten? Vergessenes Plateau. Schlosstor. Gefangen. Auf dem Grunde des Wassers. Wie? Ich mache mal einen Screenshot, aber was soll das bedeuten? Muss ich irgendwie ein paar viele Tempel finden? Eins, das hier beim Vergessenen Plateau ist. Eins ist beim Schlosstor. Eins ist... Gefangen? Eins ist irgendwo am Grunde, wahrscheinlich bei irgendeiner Schlucht, und eins ist im Wasser. Okay. Ist auf dir etwas? Hm. Hinter dir ist nichts, es leuchtet nur. Okay. Äußerst interessant. Okay, diese Irrlichter da unten nehme ich auch noch mit, weil ich möchte Irrlichter. Keine Ahnung, wofür die überhaupt sind. Vielleicht können wir den beim Sperrposten mal danach fragen. Dann ist hier nichts anderes. Und dann kann ich wieder hochfahren, oder? Ja. Ja. Zurück ab nach oben. Tada! Und jetzt dort hinten die Treppe hochgehen. Oh, wie majestätisch. Warte, auf der Karte. Da heißt es Magierstatue und Alchemiekonstrukt. Alles klar. Da ist doch eine Hylia-Statue, oder? Nee. So eine andere Statue. Da ist eine Wurzel. Habe ich die schon? Nee. Das war's? Hier ist wirklich nichts anderes? Hallo, ist hier jemand? Aber wozu dieser Tempel hier mit... Wozu ist dieser gigantische Tempel mit dieser gigantischen Statue? Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Da müssen ultra wichtige Sachen sein. Mit diesen Orten, die ich eben gesagt habe. Dabei Schlosstor und... Ja, überall. Und großes Plateau stand da auch. Aber ich bin doch hier. Oh, die Treppe ist hier kaputt. Da muss ich irgendwie hier hochklettern. Aber was ist hier oben? Ach. Hier habe ich bei Automatik bekommen. Ja. Und dann bin ich in diese Richtung gefahren. Dann habe ich diese Wurzel auch aktiviert. Aber genau hier drunter war einfach dieser riesen Tempel. Tschüss. Das habe ich gar nicht gemerkt. Okay, da kommt man weiter mit einer Lore. Ich habe aber keine. Und sonst? Kann ich noch was tun? Man kommt hier runter. Hier unten war ich ja noch gar nicht. Weil ich bin ja mit dem Gleiter nach dort hinten geflogen. Aber nicht hier nach unten. Oder sind das diese Schienen, wo ich eben gefahren bin?
Ich glaube schon. Aber was ist das? Noch ein Tempel? Der ist sehr, sehr tief hier. Ah, nee, das ist nur mit dem Schienen hier. Nee, dann gibt's nichts anderes hier. Weil hier bin ich ja hochgekommen. Hier, letzte Position. Was bedeutet das? Okay, letzte Position. Ich könnte natürlich versuchen, jetzt um diesen Kreuz zu kommen. Soll ich das tun? Eigentlich möchte ich genau hier, wo ich gerade bin, wieder hochgehen, damit ich zur Zitadelle gehe. Oder zum Schrein des Lebens. Ach, ich bin ja schon hier unten. Dann gehe ich hier zu diesem Punkt. Kann ich irgendwie... Ja, so mal... Hä? Markierung nicht möglich. Hä? Warum ist das nicht möglich? Kann man überhaupt markieren? Ja. Ups. Okay, ich bin jetzt hier. Was ist da? War ich da schon? Nein, da war ich nicht. Oder doch? Aber auf jeden Fall muss ich in diese Richtung, glaube ich. Ja, in diese Richtung. Da muss ich den ganzen Berg wieder hochlaufen. Oha. Ja, das mache ich. Das muss doch so eine Schatzkarte sein. Dann muss da doch ein richtig cooler Schatz sein, oder? Wirklich, ich komme da nicht wieder hoch. Ja, dann bin ich stuck, oder? Das ist alles viel zu hoch. Ach nee, ich teleportiere mich wieder hier zu diesem Schrein und guck bei der Zitadelle und Schrein des Lebens nach. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt hier auf dieses Video, denn hier verlinke ich dir die nächste Folge, sobald sie online ist. Ciao und bis zum nächsten Mal.